So, meine Freunde, wir sind hier wieder zu Might Magic 6. Ihr seht, ich bin an einem anderen Ort wie das letzte Mal. Denn ich habe gerade ein bisschen aufgenommen und habe gemerkt, dass ich meine Stimme nicht aufgenommen habe. Cool, oder? Aber ich habe hier einen Autosave vor diesem Dungeon. Das heißt, was ihr eigentlich nur verpasst habt, ist, dass ich Sachen gekauft habe, wie diese Bogen. Für jeden. Die Rüstung habe ich mir geholt. Und ja, sonst eigentlich nichts. Ich habe meine Sachen verkauft. Mehr oder weniger. Ich habe ein paar Magien gekauft. Könnt ihr euch mal hier anschauen. Feuerball zum Beispiel. Eisstrahl und solche Dinge. Und sonst im Prinzip nichts. Und ihr habt gesehen mit meinem Klicktest, das Komische mit meiner Audiospur, mit der Desynchronisation, die da entstanden ist, teilweise, weswegen ich diese Klicktests gemacht habe. Und zwar habe ich gemerkt bei den Klicktests, ich nehme hier gleichzeitig, beginnt die Aufnahme von meiner Stimme, separat mit einem Programm. Und das Video. Und komischerweise mit dem Klicktest, wenn ich am Anfang damit beginne, ist es synchron. Umso länger das Video geht, umso länger ich meine Stimme aufgenommen habe, umso mehr verschiebt es sich komischerweise. Also es ist nicht so aufgenommen, wie ich da rein. Ich weiß nicht, ganz komisch. Also wenn ich es mit dem ersten Klicktest synchron ist, was immer ist, ohne dass ich großartig was mache, wird es nach und nach desynchron. Das heißt, beim zweiten Klicktest ist es dann nicht mehr synchron, beim dritten Katastrophe und beim vierten nur noch schlimmer gegen Ende. Deswegen muss ich immer meine Stimme nach einigen Minuten einfach ein Stück wegschneiden, damit es wieder synchron ist. Ich weiß nicht, woran das liegt, da muss ich noch Dinge rausfinden. Deswegen werden wir das weiter mit diesen Klicktests machen. Die sind hilfreich. Dann tue ich immer vor jedem Klicktest nochmal meine Stimme so wegschneiden, damit es wie synchron ist und dann passt die Sache. Also es wird jetzt eine Weile dauern, bis sie rausfinden, woran es liegt, aber es hat eigentlich ganz gut so geklappt, es synchron auch hinzubekommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Dungeon rein. Der Tempel von Ba. Der Tempel von Ba. Von hinter den Tempeltoren kann ein leiser Singgesang gehört werden. Besucher scheinen hier nicht willkommen zu sein. Und damit können wir unseren ersten Klicktest starten. Und zwar Klick. So, hier sind Oh, wir angekommen. wo sind wir? Oh, hier ist mir nicht wohl. Ihnen ist nicht wohl. Wir haben hier einen Riesenraum. Wir haben hier vier Gänge. Wir haben hier vier Türen. Wir haben hier einen Mittelbereich. Also, oh, das wird ein Dungeon, der ein wenig länger gehen wird. Und wir beginnen hier mit unserem ersten Gang und schauen, was für Gegner uns hier erwarten. Altbekannte Gegner treffen wir hier und mehr oder weniger neue. Ein Gegner, den wir in der Arena gesehen haben. Und dann werden wir einen komplett neuen Gegner hier antreffen. So, wir werden hier, glaube ich, sehr viele von den Monsterspinnen sehen, wie wir sehen. Haufenweise Monsterspinnen. Tja, die dürfen wir jetzt hier alle niederstrecken. Wir beginnen hier. Also ich glaube, hier kommen mehr die großen Spinnen als die schwächste Stufe, wie hier sehen. Aber wir sind gewappnet und wir könnten hier noch einen Zauber einsetzen, der hilfreich ist. Schutz vor Gift. Damit die Chance geringer ist, vergiftet zu werden. So, der haut schon ab. Das heißt, wir klopfen den nieder. So. Kommt ruhig ran hier, Kreaturen. So, treffen tun wir gut. Das ist Hey! perfekt. Hey! Hier kommen noch ein paar Gegner auf uns zu. Ah, das sind aber eher die schwachen Sorten. So.
weg mit dir. Hier haben wir nochmal eine Monsterspinne. So. Müssen wir schauen. Spinnen haben nie was gegeben. Überhaupt nie. Never. Deswegen müssen wir die eigentlich auch nicht einsammeln. So, hier haben wir Schädelhaufen. Schädelhaufen bewirken genau diesen Statuszustand, was da dran steht, Irrsinn. Das heißt, wenn wir da dran klicken, dann werden wir irrsinnig. Ja, Irrsinn werdet ihr auch noch kennenlernen, aber das wird schon noch vorkommen, dass wir irrsinnig sind. Viele von den Roten sind da. Irrsinn ist vor allem eigentlich nicht mal ein Status, der schlecht für einen ist, der hilft teilweise sogar, denn Irrsinn beziehungsweise hilft den Kämpfern und schwächt die Magier, denn Irrsinn bewirkt, dass wir, glaube ich, sehr viel an Stärke und glaube Geschick oder Reaktion oder sowas dazu gewinnen, dafür an Intellekt und Charisma verlieren. Es wäre eigentlich mal gut, ich habe den damit verzaubert, wollte ich sagen. Also ich habe den immer irrsinnig werden lassen, denn das wird später mein Kämpfer, mein Terminator, der einfach so abgeht. Aber am Anfang braucht er eigentlich die paar Zauberpunkte, die er hat. Und deswegen lassen wir das erstmal mit dem Irrsinn. Gegen später werden wir das machen, dann wird er genug Zauberpunkte haben, damit es nicht so stört. Gut ist eigentlich immer, wenn man auch einen Ritter dazu nimmt. Also Ritter und Paladin sind eigentlich identisch, nur dass der Ritter keine Magien kann und der Paladin halt schon, der kann seine Körper zaubern. Deswegen nehme ich den mit, weil falls die stirbt, kann er noch notfalls heilen und es könnte der Ritter nicht. Dafür könnte man den Ritter komplett auf den Kampf fokussieren, also komplett da drauf skillen. Da hinten haben wir auch magische Gebräue gesehen. Beziehungsweise die Kessel, die geben einfach immer Magieresistenzen. Ja, beim Ritter könnt ihr mal direkt irrsinnig machen, denn er hat eh keine Magie zu verlieren. So, meine FPS sinkt wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das hat sie wieder stabilisiert. Gut, den ersten Gang haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten. Und zwar nach da hinten. Da könnte es sein, dass wir die neuen Gegner antreffen werden. Die werden hier massig auftreten, wenn wir in Massen begegnen. Hier haben wir nochmal Spinnen. Ich glaube, da kommen die nicht. Wir haben hier, glaube ich, zwei Gänge mit Spinnen und zwei Gänge mit anderen. Oh doch, guck, da seht ihr Skelette. Nur da haben wir gleich ein Skelett-Lord. Die dritte Stufe von. Wir haben hier Skelette, die erste Stufe. Skelett-Ritter, die zweite Stufe. Und dann haben wir Skelett-Lords. Die dritte Stufe, die stärkste von denen. Skelette sind jetzt nicht so stark, aber die sind jetzt auch nicht zu unterschätzen. Also die sind für unseren Level eigentlich okay. Das sind keine zu starken Gegner, aber auch keine mega schwachen. So. Bei dem müssen wir auch aufpassen, die verzaubern uns gerne sowas wie Schwäche oder Furcht oder Fluch. Verfluchen tun uns nämlich die Skelett-Lords. Wie ihr seht, tun Skelette auch ganz natürlich bluten, wie alle anderen Kreaturen. So. Ui. Da haben wir einen Haufen. So, dann können wir gleich mal einen Klick-Test machen. Und zwar Klick. So. Hier haben wir Spinnen und Skelette. Hey. Drei schwache Skelette. Hey. 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 So. Alle weg mit den Spinnen. So. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. So, ui, da haben wir. Ui, ui, ui. Da könnten wir eigentlich einen neuen Zauber testen, den ich gekauft habe. Wenn die nicht zu nah sind. Ich hoffe mal nicht. So, und zwar
den schönen Feuerballzauber. Hey, ihr seht schon, es macht guten Flächenschaden, er macht allgemein guten Schaden, deswegen ist der Zauber, das könnte nützlich sein. So, hey. Der hate sehr viel, weil er sehr fröhlich ist, dass wir die ganzen Kreaturen hier wegklatschen. So, hier haben wir nochmal eine Riesenspinne. So, was haben wir hier? Schädelhaufen der Schwäche. Oh. Wieder Spinnen. So kleine, schwächliche Spinnen. Die sind für uns null Problem. Und Monsterspinnen haben wir auch wieder am Start. So, das ist perfekt für einen Feuerballzauber hier. Ja, bitteschön. So, die Skelettlords. Wir bekämpfen jetzt hier unseren ersten Skelettlord. Der wirkt sich zu Tode. So, dann tun wir direkt Gift heilen, bevor es zu spät ist. Den Anfangsstufen, also wir können nur in einer bestimmten Zeit Gift heilen, sonst ist er zu lang vergiftet und dann können wir nicht mehr davon heilen. Außer man ist natürlich Körpermagie in einer höheren Stufe oder man geht einfach zum Priester. So. Weg mit den hier Skelette, die bluten. So, ich glaube, wir haben jetzt fast alle, außer die, wo flüchten, erledigt. So. Ah, ne, guck mal hier. Oh, hier, da haben wir noch einige. So, hier haben wir noch so eine Minispinne. Minispinne, stellt euch mal vor, die Größe kommt auf euch zu. Wenn das da dann so die Menschengröße sein soll. So. Und Skelettlord weg. Also ich lasse mich nicht gern von denen hitten, denn Schaden machen die schon, muss man sagen. Die machen schon guten Schaden. So. Einmal. Unsere Zauber refreshen. Immer noch Skelett. Hier haben wir Nahrung. Die klatschen wir kurz weg. So, diese magische Gebräue gehe ich immer der Reihe nach jeden Mal. Flüche, dann sind wir verflucht. Müllhaufen benutze ich immer erst oder... durchsuche ich immer erst, wenn wir den Dungeon komplett erledigt haben. Denn wir sind da meistens immer erkrankt, glaube ich sogar, wenn wir da rangehen. Und erkrankt ist schlimmer als vergiftet. So, Skelettlord. Die Spinnen brauchen wir nicht einsammeln, die geben uns eh nichts. Gut, dann haben wir schon den zweiten Gang erledigt. Dann gehen wir über in den dritten Gang. So, hier hören wir schon, das ist, ja, das werden wir schon noch rausfinden, was es mit diesem Boom auf sich hat. So, Gang Nummer 3. So, hier haben wir wieder viele Skelette. Oh, wartet sonst noch was auf uns? Ich glaube, das ist der Gang nur mit Skeletten. So wie es aussieht, ja. Haufen Skelette, die wir alle erledigen werden. So, sehr schön. Die Skelettlords sind schon mal weg. Das ist wichtig. Denn, wie gesagt, sie werden uns verfluchen. Und wenn wir verflucht sind, können wir nicht mehr zaubern. Beziehungsweise, wir können schon noch zaubern, aber es misslingt uns sehr oft. So, ich würde sagen, wir machen gleich einen Klicktest wieder. So oft wie möglich, umso besser. Und zwar... Aha. Und da haben wir gleich einen Priester von Bar. Wir haben hier gleich einige von denen. Das noch die andere Gegnerklasse, die es hier gibt. So, und Klick. Jetzt erledigen wir erstmal die Skelette hier. Möglichst... Ich weiß nicht, ob wir die treffen da hinten. Wohl nicht. Guck mal, vielleicht trifft der Feuerballzauber. Nö, der endet auch irgendwann. Ja. Ah, da treffen wir ein bisschen was. Die werden wir aber wohl nicht treffen. Ja, muss man gucken, wenn man sich gut hinstellt, dann schießen die ein bisschen anders.
So, Skelettlord müssen wir direkt vernichten. Sehr schön. Verfluchen ist nicht schön. Hey. Ui. So, weg mit dir. So. Tja, jetzt rennen wir einmal hier schnell zum Priester von Bar. Oh, ganz ruhig, meine Freunde, ganz ruhig. Ihr seht schon, die sind schon ein bisschen härter. Der hat auch einen großen Balken an sich. So, immer schön heilen, niemand darf sterben. Ihr seht schon, der hält immer am meisten aus. Gut. Das sind immer so Hürden-Typen. Ja, Alter, wie oft kommen die denn dran? Okay, ganz ruhig. Heilen. Und dann schnell drauf. Und die auch schnell. Oh. So, hey. Und dann du auch, hey. Nein, hey, meine ich. Hey. Hey. Gut, Hürk. So, jetzt müssen wir uns definitiv heilen. So, einmal heilen. Zweimal heilen. Ach, der kann es heilen vergessen. Der ist nur unser Notfallheiler. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen vor, damit wir die Skelette hier auch erreichen. Die heilt immer die anderen schießen. So, schießen. Heils. Alle im grünen Bereich mache ich jetzt. So. Das ist gut. Ihre Heilung ist schon sehr, sehr stark eigentlich. Ja, die heilt einiges. So. Perfekt, dann haben wir es schon. Deswegen ist skill ich immer Körpermagie sehr, sehr hoch am Anfang. Denn das könnte nützlich sein. So, es ist Nacht geworden. Ihr seht schon, hier sehen wir immer, wie die Tageszeit gerade ist. Oh, guck mal, hier haben wir nochmal einige. Die wollen wir natürlich auch alle umholzen. So. Hey. Alle weg. So. Tschüss. Alle müssen wir natürlich... Oh, wir haben hier einen Ring. Kenn ich nicht. Kennt sie nicht. So. Hier haben wir einen Schädelhaufen wieder des Irrsinns. Hier haben wir einen des Irrsinns. Das sind viele Irrsinns. Der will mich schon wirklich darauf... mich so... also... dazu drängen, das zu nehmen. Hier haben wir einen Schädelhaufen der Schwäche. So, die Anhänger von Bar Mestino. Wir nehmen nicht Mestino. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Priester von Bar mit 96 Gold. Das klingt doch nicht schlecht. Hier werden wir auch einiges an Gold dazu gewinnen. Mana braucht die Dame auch. Das ist ja ekelhaft, die Waffe. Geschafft! Wir könnten eigentlich mal den Zauber Heldentum benutzen. Heldentum steigert den Schaden, den ein Charakter bei einem erfolgreichen Angriff anrichtet. Um 5 Punkte plus 1 pro Fähigkeitspunkt. Das klingt doch gut, oder? Das ist der spirituelle. Ach, das... ich muss Experte oder Meister sein, damit es jeden... Was können wir denen geben? Wie lange hält es? Eine Stunde. Also, lassen wir es. Das geht zu schnell weg. Zu nett von dir. So, und meine FPS kackt ab. Naja. Weiter geht's. Der letzte Gang. Wieder Spinnen. Sieht aus wie nur Spinnen bis jetzt. Cool wär's natürlich. Teilweise sind die Spinnen so klein, dass man die dann nicht sieht, wenn man so auf so eine Erhöhung steht. Na, ich glaube, das ist wieder nur eins mit Spinnen. Das können wir easy schnell wegklatschen.
Ich habe eigentlich immer gedacht, da sind zwei Räume mit diesen Biestern. Hey. So. Da haben wir einen Haufen, der auf uns zukommt. Ach, guck mal, ich sag doch. Ich wusste doch, dass da mehr von denen sind. Okay, die haben uns noch nicht gesehen. Das heißt, die werden noch nicht auf uns schießen. Ui. Das sind aber einige. Wir geben den Herrn mal einen Trank, damit der schönen Schaden macht. Eigentlich können wir den jetzt hier Gift heilen lassen. Ihr seht schon, die verlieren dann an Leben danach. Okay. Ich glaube, die ist gerade gekommen. Gift heilen. Die Soundeffekte sind natürlich erste Sahne in dem Spiel. Besseren Soundeffekte. Stellt euch vor, ihr wurde von einer Spinne gebissen, ihr seid vergiftet, geht zu einem Arzt ins Krankenhaus und der sagt, kein Problem, ich werde dich heilen. Wow, wow, wow. Und auf einmal seid ihr wieder nicht mehr grün. Wird wieder normal. Das wäre doch cool, oder? Wow, wow, wow. Oh. Ah, hör drauf hier. Hallo. Die machen übel Schaden. So. Erstmal hier verstecken. Oh, habt ihr das gehört? Es war. Vollbracht. Vollbracht. Es war ein unschöner Zauber. So, die will ich jetzt noch töten, bevor ich mich irgendwo heilen gehe. Zu nett von dir. Eine fliegende Faust, das ist ein Zauber. Hab mich damit erwischt. Ah, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, wir müssen uns doch erstmal heilen gehen. So, Risiko. Gehen wir erstmal hier aus dem. Glück gehabt. Zu nett von dir. So, einmal das und einmal das und jetzt werden wir uns bitter rächen und klatschen die um. Ja, ja, hier, putsch, könnt ihr euch so zwischen. Hürg. So, der nächste Hürg. So, du auch. Ja, mit so einer schwulen Faust. Ja, bitte schön, aua. 122, oh, ein Hammer. Warum geben die uns Hammer, ein Hammer, Hummer? Die haben hier Flüche. Hier haben wir Spaß. Hier noch ein Spaß. So, hey. Nahrung. Tschüss. 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 So. Hier haben wir wieder Kessel. So, Karo, überspringen wir. Die ist hässlich. Die braucht niemand. So. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Part? Denn im nächsten Part werden wir dann. Ich weiß es nicht. Komm. Weg mit dem Scheiß. Das will niemand haben. Werden wir richtig loslegen. Das war jetzt hier noch ein Witz. Danach geht's erst richtig zur Sache. Und das heißt, wir werden speichern. Ihr wisst, was das heißt, wenn ich speichere. Das heißt, der Part ist fertig. So. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, meine Freunde.